Alle sind jetzt in Position und boxen auf zum vierten Rennen, dem Hanshin Cup. Das Feld muss sich zunächst einmal formieren. In der Bahnmitte Zolli mit Path Wind und High Heat. Ganz an der Innenkante wird aber gleich Kaya Bell nach vorn beordert und die macht das Rennen schnell. So geht es zum ersten Mal am Zielpfosten vorbei. Kaya Bell führt das Feld auch in den Wandsberger Bogen hinein. Der Reiter schaut sich um. Kaya Bell führt vor Mrs. Miller, dahinter dann Malaysia in dritter Position vor Path Wind. Dann jetzt Holly vor an der Innenseite postiert dann Lalan. Dahinter sieht man dann an der Außenkante Swan Salt mit Lady of Buddhism. Am Ende des Feldes galoppiert Lumiere Rose. So geht es jetzt in die Gegenseite hinein aus dem Wandsberger Bogen heraus. Kaya Bell marschiert vorneweg mit 2-3 Längen vor Mrs. Miller in zweiter Position. Drittes Pferd ist dann Malaysia vor Lumiere Rose an der Außenkante. Dahinter dann Path Wind. Das sind die ersten Kandidaten. Dann folgt dahinter an der Innenseite Shada, gefolgt von Santiana. Am Ende des Feldes galoppiert Lalandia. So kommt das Feld gleich auf das Ende der Gegenseite zu, unter Führung von Kaya Bell. Kaya Bell mit 2 Längen vor Mrs. Miller in zweiter Position. Dahinter dann Malaysia. Dahinter sieht man dann an der Innenseite Path Wind mit weiter außen Santiana. So wird das Ende der Gegenseite erreicht. Es geht in den Schlussbogen hinein. Kaya Bell marschiert. Kaya Bell führt weiterhin vor Mrs. Miller. Dahinter dann an der Innenseite Malaysia. Path Wind rückt heran, ganz an der Außenseite auch Santiana mit Swan Sold. Dann sieht man an der Innenseite La Viva. So geht es gleich in den Einlauf hinein. Kaya Bell noch knapp im Vorteil vor Mrs. Miller, die greift an und ganz an der Außenseite ist auch Malaysia in lauer Position. So geht es jetzt in den Einlauf hinein. 450 Meter noch an der Innenseite. An der Außenseite ist jetzt Mrs. Miller mit dabei. Path Wind ganz an der Innenkante und dann ist auch La Viva mit in vorderer Linie. Drei Pferde letzte Linie an der Außenseite. Mrs. Miller mit Pathwind und an der Innenseite ist es La Viva mit Pathwind, Pathwind und La Viva, Pathwind und La Viva, Pathwind ist vorne, La Viva streckt sich aber, Pathwind und La Viva, Pathwind, Pathwind und Pathwind gewinnt, Pathwind vor La Viva und dahinter dann wahrscheinlich Ladandia auf dem dritten Platz, dann Lady of Buddhism als vierte, dann sah man Lumiere Rose vor Mrs. Miller mit It's Holly und dann Malaysia mit Kaya Bell, High Heat und Swan Salt mit Santiana. Vorläufiger Richterspruch, vierte Rennen, Hanshin Cup. Siegerin ist die 4, Path Wind. Zweites Pferd, die 1, La Viva. Dritter, die 5, Lalandia. Und viertes Pferd, die 10, Lady of Buddhism. Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch, vierte Rennen, Hanshin Cup. 4, Path Wind, 1, La Viva, 5, Lalandia und 10, Lady of Buddhism.